Schmidts Hauptwohnsitz in der Heimat, keine 10 Minuten vom Franz-Fekete-Stadion entfernt. Kapfenberg einst eine Herzensangelegenheit und vor allem eine Erfolgsgeschichte. Keine Niederlage, zum Beispiel hier in diesem Stadion für Klaus Schmidt, hätte er natürlich gerne fortgesetzt, diese imposante Bilanz mit Innsbruck. Dafür war seine Mannschaft aber nicht durchschlagskräftig genug und das ist schnell zu sehen. Die Kapfenberger in den roten Dressen nach einer Viertelstunde erstmals gefährlich durch Bubalovic. Dann war eine halbe Stunde gespielt und die Chancen der Falken, die mehrten sich. Berchtolds Schuss wird hier noch geblockt, aber dann Wittewehn setzt sich schön gegen Popp durch und klopft ans Aluminium. Erstmals richtig Gefahr für das Tor von Pascal Grünwald. Es war nun die beste Phase der Falken in diesem Spiel. Zwischen der 30. und der 45. Minute von Innsbruck. Nicht viel zu sehen. Das die einzig nennenswerte Szene. Hauser kommt da nicht mehr richtig an den Ball, nachdem Jamnik geflankt hat. Lasnik mit dem Freistoß. Wittewin scherzelt mit dem Kopf weiter und es heißt 1:0 für Kapfenberg. Verdiente Führung und David Wittewin, der im Herbst schon ziemlich abgeschrieben war bei Kurt Ruß, dann aber eine tolle Wintervorbereitung absolviert hat, sich damit in die Startelf gespielt hat, trifft hier zum 1:0 und es sollte nicht sein letzter Treffer im Spiel bleiben. Die 45. Minute, schon wieder die Kapfenberger, wieder Wittewin und es steht 2:0. Doppelpack für David Wittewin, der hat in dieser Saison noch kein einziges Tor erzielen können und in diesem Spiel dann gleich 2. Stürmerkollege und Neuzugang David Poljanec hier als Assistgeber. Herrliche Aktion der Falken, auch Mario Krikic war da noch beteiligt. 2:0, das war dann auch der Pausenstand. Klaus Schmidt, knüppeldick, kam es da noch vor der Pause. Der Trainer war gefragt in der Kabine und der impft dann zumindest nochmal Motivation ein. Denn die Innsbrucker kommen extrem entschlossen aus der Kabine. 13 Sekunden vorbei, Peter Linker auf Andreas Hölzl und da war er nun, der erste wirklich gefährliche Abschluss der Gäste. Danach bemühte Innsbrucker, die Kapfenberger, die einen Gang zurückschalten, aber dennoch zu Szenen wie dieser kommen. Philipp Wendler macht hier fast alles richtig. Grünwald war da noch ganz leicht dran. Das wäre natürlich die Vorentscheidung gewesen nach einer guten Stunde Spielzeit. So waren die Innsbrucker noch einigermaßen am Leben. Und der eingewechselte René Renner bringt viel frischen Schwung auf der linken Seite und hat dann auch diese Top-Möglichkeit, die Christoph nicht zunichte macht. 30 Sekunden später auf der anderen Seite David Wittewin. Nächste Chance für den Stürmer der Falken, hätte hier den Triple-Pack beinahe geschnürt. Dann schon die Schlussphase. Die Partie war gelaufen, Innsbruck riskiert alles und die Kapfenberger kommen zu weiteren Möglichkeiten, so wie hier Andreas Lasnik und den muss er natürlich machen. 89. Minute und dann eine Minute drauf, dieser Eckball, wiederum Kapfenberg. Innsbruck bringt den Ball nicht weg und dann dieser Kunstschuss von David Harrer, das 3:0, der Endstand gleichzeitig in dieser Partie. Harrer, der war erst nach einer Stunde für Poljanec in die Partie gekommen, trifft hier vielleicht nicht ganz so gewollt, aber doch zum 3:0 Endstand. Am Ende deutlich, auch wenn die Falken in Durchgang 2 nicht mehr allzu überzeugend waren. Innsbruck war nicht in der Lage, hier zum Anschlusstreffer zu kommen, somit wurde es auch nicht mehr spannend. Klaus Schmidt wird sich noch mehr Sorgen machen als ohnehin schon, denn seine Innsbrucker stecken mittendrin im Abstiegskampf, während Kapfenberg fürs Erste Luft holen kann, vor allem auch dank David Doppelpack Wittewin.